Tut mir leid. Aber wie versprochen, verrate ich dir den Code. Ich werde ihn aber nur einmal sagen. Also pass gut auf. Bist du bereit? Drei, eins, zwei, vier, fünf. Der Code lautet 3, 1, 2, 4, 5. Alles klar. 3, 1, 2, 4, 5. Marty, nicht nur mich begrüßen. Kaum geschlafen, dann leg dich wieder hin. Oh, es stinkt schon. Was macht denn eine Glocke? Ding-Dong schon. Ah, hier ist das nächste Bomberkind. Gott! Die geht! Wenn du hier vorbei willst, musst du mir den Code sagen. 3, 2, 1, 4, 5. Oh, verdammt. Oh, ein Zelda-Spieler, jaha. 2, 3, 1, 4, 5. Verdammt, ich bin immer so schlecht da drin. Verdammt! Ach Gott! Na, immerhin. 3, 1, 2, 4, 5? War doch irgendwas in der Dreh. Aha! Oh, das stimmt! Du kennst den Code, das heißt, du bist ein Mitglied. Okay, du darfst passieren. Ja, haha. Hallo, Tixo. Es gibt jede Menge cooles Zeug im Haus, dieses Sternentypen. Alter, was hilft dir da die rechte Hand? Hand runter, Lümmel. Oh, lebe die Bruderschaft der Bomber. Hm, so sieht die aus. Jetzt sind wir im Untergrund von Hyrule, ach Hyrule, von Unruhstadt, in der Oberwelt Termina. Ein stolzer Soldat hebt immer seine halbe Sekunde. Noch so ein Luftballon. Lang leben alle Nicht-Horror-Kids. Ha, getroffen. So, erstmal hoch. Ja, 2017. Töff. Auch sehr schöne Musik hier. Eine Vogelscheuche. Hallo? Yo, ey Baby, ich bin eine wandernde Vogelscheuche auf der Suche nach schöner Musik. Die Zeit wird wie im Flug vergehen, wenn du mit mir tanzt. Wenn du Lust hast, dann lass uns die Zeit vergessen und bis zur Dämmerung tanzen. Wollen wir tanzen? Klar. Immer. Oh yeah, vergiss gepatter Zeit, lass uns tanzen. Wow, ganz schön trippy hier, der ist doch verrückt, der Typ. Oh yeah, wie war das? Hey, die Zeit verging wie im Flug. Ich könnte ewig weitermachen. Wenn du willst. Nee. Wir brauchen nämlich noch ein bisschen Zeit. So, da hier. Nein. Davon wollen wir gar nicht wissen, Kollege. Kriegen wir wieder Rubine? Hascha! Keine Rubine. Und los! Hier die schönen bunten Bretter hoch. Oh, was für eine schöne Tür und so schöne Sterne. So, und hier soll irgendwer sein, der uns helfen kann. Oh Gott, guckt ihn euch an! Hallo! Ja, welch ein merkwürdiger Geselle kommt an mein Haus. Bist du ein neuer Freund der Bomberbande? Auf jeden Fall scheint deine Manieren wesentlich besser zu sein als die von diesem Rabauken, der zuletzt hier war. Dieser ungezogene Unruhestifter hat gesagt, er würde meine Instrumente zerstören. Er sagte, er würde meinen Mond sehen. Ich konnte ihn nicht aufhalten. Jetzt ist er wohl in der Nähe des Ortwurms und sorgt dort für Unruhe. Verstanden, wegen Unruhe statt. Das soll einen Blick durch mein Teleskop werfen. Klar. Was ist denn das da? Oh, da ist er! High-End-Lümmel. Oh, die Augenlayer haben sich drüber geschoben. Das sah komisch aus. Und da ist der Mond mit seiner dicken Nase und den schlechten Zähnen. Und er vergoss nur ein lächerliches Tränchen.
Oh, der Hans eine Arsche zeigt. Naja, okay. Ah, nochmal. Hast du den Unruhestifter gefunden? Und dieser laute Knall, was war das? Vielleicht ist eine weitere Mondträne zur Erde gefallen. Geh durch diese Tür und schau dich draußen. Ich frage mich, wie dieser Störenfried auf das Dach gekommen ist. Der einzige Weg nach oben führt durch eine Tür, die sich nur am Vorabend des Karnevals öffnet. Alles klar, verstanden, Chef. Das waren wichtige Informationen, denn wichtige Informationen sind immer mit roten Buchstaben gekennzeichnet. Da liegt eine Träne und es regnet. Du hast die Mondträne gefunden. Juhu. Okay, danke, Martin. So. Wir nehmen noch mal ein paar Rubins mit. Und, nee, wir machen das, wenn wir den zweiten Part von dem Minispiel gespielt haben. Und hier können wir auch noch mal was mitnehmen. Vier Rubine. Jawohl. So, wir drehen uns auf jeden Fall die ganze Zeit, weil das auch überhaupt nicht nervig wird. Also sind wir schneller unterwegs. Und so geht's noch schneller. Das war nicht. Wenn wir rückwärts laufen, wenn das klappt, sind wir am schnellsten unterwegs. Jawohl! Hehehe. Aber das ist anstrengend, deswegen machen wir das nicht. Aber jetzt wisst ihr das auch. So, jetzt. Minispiel und Mondrennen abgeben. Hör auf mich anzusprechen. Am zweiten Tag ist das Minispiel etwas anstrengender, weil sich die Plattform etwas unschön bewegen. Aber auch das sollte kein Problem darstellen. Jo, mach das, Niklas. So, hallo. Linkkindchen, schaffst du einen weiteren Tagesrekord? Ja, klar, immer. Und da kommt schon die erste. Los. Ah! Oh. Na komm. Und der dritte Rubin wartet schon auf uns. So, und jetzt machen wir es weiter von innen nach außen. So, wo ist der letzte? Sind es 5 Rubine? Jawohl, wir brauchen die Kohle, Mann. Denn ich stelle euch gleich noch jemanden vor, der auch noch sehr wichtig für uns ist. Fling! Jawohl. 2 von 3 Runden haben wir schon. Sehr schön. Oh, das ging ja schnell. Nimm das. Noch mehr Kohle. Oh, da hätten wir, glaube ich, schon früher was abgeben sollen. Ah, naja, haben wir schon mal 99 jetzt. Für uns geht's jetzt auf zur Bank. Ein Konto erstellen. Vielleicht kriegen wir ja Zinsen. Erstmal gemütlich hier entlang fliegen. Und direkt mal simultan speichern. So, denn hier sind wir vorhin schon mal entlang gelaufen. Und haben wir ihn entdeckt. Hallo, wer sind Sie denn? Ist das ein Mann oder eine Frau? Ich denke immer, es ist ein Mann. Hallo, kleiner Mann. Möchtest du nicht deine Rubine deponieren? Heutzutage wollen die Leute ihre Ersparnisse einfach nicht mehr einzahlen. Nicht, nicht. Als besonderen Anreiz offeriere ich dir eine spezielle Prämie, je nachdem, wie viel du einzahlst.
Für 200 Rubine bekommen wir also was. Also, das ist unser erstes Ziel. So, wir brauchen noch 10 Rubine, die wir am Ende beim Minispiel benutzen können. Also, gehen wir mal 89 ab. Ich bin Link. Uah. Er hat uns voll getindet. Jetzt weiß er immer, wer oder was wir sind. Da schon wieder so ein Kind. So, ach nee, hätte ich gleich da bleiben können. Weil viel haben wir jetzt nicht mehr zu tun. Deswegen können wir die Zeit auch wieder ein bisschen vorspulen lassen. Erstmal hier in den Hippie-Laden. Hi, Kai, einen wunderschönen guten Abend. Yo, hey Baby, ich bin eine wandernde Vogelscheuche. Ja, haben wir schon gehört, dankeschön. Ja, wir möchten gerne nochmal tanzen. Ja, Mann! Hallo Sven. Oh ja, vergiss Gevatterzeit. Lass uns tanzen. Das ist für mich abgeschlossen, ja. Hast nicht viel verpasst, Kai, weißt du ja. Kennst das Spiel, ja? Oh yeah, wie war das? Hey, die Zeit vergeht wie im Flug. Jo, wir drehen auch direkt noch eine Runde. Ich wollte noch eine Runde tanzen. Nein, ich kenne die Lieder doch. Aber ich bin eine wandernde Vogelscheuche. Ich stelle mich immer wieder neu vor. Oh, der tanzt immer weiter. Oh, ist das lächerlich. Oh, ich hab gekeckert. Oh, wie doof die grinst. So, zur Sicherheit werden wir uns nur noch mal ein paar Stunden übrig lassen. Nicht, dass wir jetzt so lange verkacken und es dann nicht schaffen und dann der Mond abstürzt. Das wäre schädlich. Oh, die Musik ist jetzt schon auf einem ganz anderen Team. Sehr viel schneller. So. Auf zur letzten Spielrunde. Wutz. Und ich werde versuchen, euch eine alternative Szene zu zeigen. Hallo, Marius. Na komm. Nur 8 von 9 Rubinen bekommen. Aber wenn wir es richtig machen, kriegen wir gleich mehr zurück, als wir eingezahlt haben. Von daher... Oder genauso viel, ich bin mir nicht sicher. Wir gucken gleich mal. What? Skandal! Warum? Stopp. So, letzte Runde. So, also, wir können ja mal rechnen. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, wir kriegen plus minus 0. Nein, heute nicht, Marius. Linkenchen, viel Glück beim letzten Versuch. Jo, schaffen wir. So, wenn du es heute schaffst, kriegst du richtig cooles Zeug. Alles klar, jetzt bin ich motiviert. Bin so motiviert, dass ich ihm nochmal ins Gesicht gucken musste. So, wir nehmen die nächste Runde mit. Nicht, dass wir runterfallen. Sonst müssen wir wieder rauslaufen, haben wir keine Kohle. Und los. Und geschafft. Okay, gut. Drei. Okay, ich habe letztens immer nur die 3D-Version gespielt. Seit es die gibt, keine andere mehr. So, zwei fehlen noch. Hui. Dann kriegen wir gleich unser erstes Herzteil, Mann. So, da kommt der letzte Lümmel. Angriff! Ich weiß gar nicht, ob man da hinten landen darf. Oh, ich dachte schon. Gut, es ist vorbei. Ach, Kai, die ist aber auch so schön. Erstaunlich, wieder ein Rekord. Schon der dritte. Ah, oh, du hast uns dran gekriegt. Oh, da, der ist ganz, ganz verzweifelt. Nun gut, offensichtlich bist du ein Profi. Und die haben hier nichts zu suchen. Nimm das und komm bloß nicht wieder. Ja, Mann. Das halt. Oh, da ist er geschockt. So ein junges Gesicht und doch haben wir es mit einem erbitterten Herausforderer zu tun. Alles klar. Oh nein, da ist Link. Versteck dich.